Hallo ihr Lieben, hier ist die Susanne von Bücher aus dem Feenbund. Heute habe ich zwei besondere Bücher bei mir von Andreas Brandhorst, den ich letzte Woche erst interviewen durfte. Und ich muss sagen, ich bin begeistert von beiden. Omni ist der erste Teil, in sich abgeschlossen, aber es gibt so eine Reihe aus dem Omniversum. Und zwar geht es im ersten Teil, den ich euch hier heute vorstelle, um Aurelius. Er ist einer von sechs Menschen, die vor tausenden von Jahren, besser gesagt 10.000 Jahren, von der Erde gekommen sind, um Omni zu dienen. Omni selbst ist ein Zusammenschluss von Superzivilisationen, die die Macht über die Milchstraße hat, in diesem Fall über sie wacht. Das passt natürlich so manch andere nicht, weil diese Macht ziemlich groß ist und deswegen will die Schattenorganisation namens Agentur natürlich dieses Machtpotenzial übernehmen, in diesem Fall einer wie Aurelius abwerben. Wie machen Sie das am besten? Aurelius hat einen neuen Auftrag und dieser Auftrag ist eine Beschaffung eines mysteriösen Artefakts. Nun hat sich die Agentur gedacht, okay, dann schicken wir selbst auch Agenten los, um erstens das Artefakt zu beschaffen und zweitens Aurelius auf unsere Seite zu ziehen. Die Agenten heißen Forrester und Zinnober und sind nicht gerade sehr freiwillig dabei, sondern werden dazu gezwungen, denn die Agentur hat gerne Menschen in ihrer Hand. Dass es eine spannende, sehr, sehr spannende Reise ist, könnt ihr euch vorstellen, denn auch Aurelius hat etwas im Sinn. Und zwar nicht nur das mysteriöse Artefakt zu finden. Also ich muss sagen, ein uraltes Geheimnis ist hier sehr, sehr gut im Buch integriert worden und nicht nur eines. Für mich ein absoluter Bestseller, gefällt mir sehr gut und ich empfehle ihn euch. Also, lest Omni und dann anschließend das Akonadia-Rätsel. Aus dem Universum, eure Susanne. Tschüss!